Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jamal Braun. Ich bin 30 Jahre alt, Schauspieler, Regisseur und Bühnenkampfchoreograf und auch Commedia dell'arte Darsteller. Ich komme aus München, habe aber auch die Möglichkeit, woanders hinzureisen, in verschiedene Städte. Und wer möchte, darf sich hier gerne ein bisschen umgucken. Es gibt eine Vielfalt an verschiedenen Sachen, die ich so mache, künstlerisch. Und das reicht hin von Schauspiel, sowohl Theater als auch vor der Kamera und auch andere Sachen, gerade auch für Leute, die am Theater oder für den Film arbeiten, zum Beispiel, wenn hier jetzt welche zugucken, die zum Beispiel Regisseure oder Regisseurinnen sind oder auch Caster und Casterinnen. Mich kann man verschieden, ja, ganz vielseitig einsetzen. Ich bin typisiert als sogenanntes verlorenes Kind. Also ich habe eine ziemliche, würde ich jetzt mal behaupten, Bandbreite an Charakteren. Das reicht hin von blöd bis hin zu böse, naiv, Psychopath, alles mögliche, Träumer, getretener, Stehaufmännchen, tretender und tretender, weil er getreten wurde. Alles von lustig bis hin zu dramatisch. Also da ist ganz, ganz viel bei mir rauszuholen. Für die Bühne ist es vielleicht auch interessant, dass ich nicht nur klassisch Theater spielen kann, sondern auch tatsächlich eine Spezialisierung in Körper- und Maskentheater habe. Da nochmal speziell die Commedia dell'arte mit ihren Halbmasken und ihren festen Typen. Außerdem bin ich Bühnenkampfchoreograf und Bühnenkämpfer, dort spezialisiert in unbewaffneten Bühnenkampf, also sprich klassische Bühnen, Ohrfeige, Faustschlag, Rangeleien, alles, was zu einer guten Schlägerei dazugehört. Und inzwischen habe ich mich aber auch weitergebildet in Schwertkampf, Stockkampf und Messerkampf auch, sowohl in der Choreografie als auch als Bühnenkämpfer aktiv auf der Bühne kann man mich einsetzen. Ich spreche Deutsch, Englisch, ein wenig Italienisch, ein kleines bisschen Französisch auch. Und das heißt, auch da kann man mich mit verschiedenen Kulturen in Verbindung bringen. Und ich mag das sehr, auch in verschiedenen Sprachen zu sprechen und mit Leuten in verschiedenen Sprachen zu spielen, einfach weil ich finde, dass Kunst und gerade die darstellende Kunst etwas unfassbar Universelles ist, was man genau dann merkt. Und ja, ansonsten schaut euch gerne hier um und habt Spaß. Das könnte ich vielleicht noch sagen. Es gibt viel zu sehen von meinem Material auf der Bühne, vor der Kamera, hinter den Kulissen, aber auch ja, ein bisschen Bühnenkampftheorie, ein paar Bühnenkampfszenen, also alles, was das hier so abdeckt, was ich hier gerade so erzählt habe. Und naja, wer weiß. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, soll man ja jetzt auch sagen. Ich war also, ja, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten, ja, was soll ich noch sagen? Habt Spaß und vielleicht sieht man sich ja. Bis dann.